Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärenbande. Wir sind heute beim 39. Tag um 24.10. Ich möchte mich mal ein bisschen entschuldigen, dass ich gestern ein bisschen krummelig war. Aber es lag wahrscheinlich daran, dass ich so lange gearbeitet habe und ja, dass ich verloren habe. Aber wir geben uns heute Mühe, nicht zu verlieren und ich bin noch ein bisschen motivierter. Oh, Cheeser. Na dann, heute gibt's Cheddar. Oder Emmentaler oder Frischkäse. Haha. Wir spielen gegen Zerg. Gegen einen Cheese-Scherk. Cheeser. Ich hoffe, er bleibt dem Namen auch treu. Und ich will ein bisschen Zerg Cheese sehen. Nicht, dass er jetzt hier ein Standard-Play auf uns hetzt. Da wird sein Name überhaupt nicht gerecht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wir spielen Standard. One Gate Exe. Und no Dixie Bumsy. Cheese. Ja, oh, das ist richtiger Cheese. Oh. Fuck. Das ist richtiger Cheese. Na dann. Prost Mahlzeit. Dann wird gleich angewatschelt. Komm. Wir machen ganz dicht. Ja, da kommen schon die Linge. So, dann müssen wir kurz hier keine Dings bauen. Und wir sind safe. Eure Sonden werden angegriffen. Mein Leben für Ajur. Oh, der ist gut, der ist nicht schlecht. Aber es wird nicht reichen. Wir nehmen einfach eine Echse. Und wir haben kein Gas, das ist blöd. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Na, brauchen wir doch einen Adept. Ihr müsst zusätzlich. Tja, kann leider nicht die Krone boosten. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Vielleicht kriegen wir den Overlord noch. Ich bin hier. Den kriegen wir auf jeden Fall noch. Ach, selbst eingesperrt, ey. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nummer 1. Ich bin die Stimme der Finsternis. Forschung abgeschlossen. So, ich spiele auch ein bisschen komisch, aber das liegt daran, dass halt er auch so Scheiß gespielt hat. Er wird wahrscheinlich jetzt Echsen jede Menge. Ja.
zwei Sterbliche. Und nehmen noch einen Sentry mit. Ich will einen haben. Okay, das wird schon ein bisschen schwieriger werden. Aber er verliert extrem viel dabei. Also damit kommt er auf jeden Fall nicht durch. Tja. Gut, er hat halt meine Forschung abgebrochen, aber das juckt mich jetzt auch null. Wir dienen. Du bleibst immer schön hier. Ihr müsst zusätzliche Pylonen upgrade. Ehre den Deiler. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Also ich gehe davon aus, dass er gleich mit dem Huden kommen wird. Oder mit noch mehr Link. Werden auf Siegen. Also auf jeden Fall mich jetzt auch langsam vorbereiten, ob vielleicht eventuelle Muten. Deswegen gehen wir jetzt auch gleich go los. Ehre den Dai Lam. Die Erstgeborenen werden auf Siegen. Mineralienfeld erschöpft. Ja, da kommst du nicht weit mit dem Zeug. Ich bin die Stimme der Fies. Ah, hat eingegraben noch. Wo werden wir gebaut? Gebt uns einen Auftrag. Wo werden wir gebaut? Mineralienfeld erschöpft. Hydras sind echt nervig. Ja, Exekutor. Vorwärts. Für Selendis. Für den Ruhm. Nur die Gläubigen fürchten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ehre den Gala. Vorwärts. Ich. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Was ist nicht schlecht, was er da macht. Unser Ruhmreich ehre den Dai Lam. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Der Feind rückt näher. GG.
Den haben wir uns gegeben. War aber nicht schlecht, was er gemacht hat. Also hat auf jeden Fall schön gecheased. Okay, der war auf jeden Fall nicht unser Niveau. Wir sind immer noch... Ja, wir sind bald wieder auf 4000. Ich rieche es, ich sehe es. Wir spielen noch Schnelles. Hyde war es. Der Tech war halt extrem schnell, ne? Das eingekramte Banelinge, das ist nicht schlecht. Ich hatte kein Overseer dabei, das war wahrscheinlich mein größtes Problem. Bei dem Spiel, das hätte ich auf jeden Fall mitnehmen müssen. Ja. Das nächste Mal weiß ich Bescheid. Immer erst Overseer und dann die Immortals. Overseer habe ich halt wie gesagt vergessen. Hätte nicht sein müssen. Wir spielen nochmal gegen Enzerg. Gucken, ob der auch wieder cheast. Aber wir waren ja ordentlich safe. Ich dachte, das Problem wäre vielleicht gewesen, wenn noch Mutas gegangen wäre oder sowas. Da war mein Bild nicht so gut dagegen. So. Dicht. Zack. Geschrieben, ja. Ich hab schon lange geschrieben. Zerg hat ja keine Zeit, der musste die ganze Zeit seine Gebäude bauen und seine Drohnen managen. Deswegen kann er nicht gleich schreiben. Oder er ist halt immer Zeit, keine Ahnung. Kann er dann sein. Wir machen hier fünfmal dicht. So, diesmal nehmen wir aber das Gas trotzdem ein bisschen eher, weil ich im letzten Spiel hatte ich halt zu spät das Gas. Kein Cheese, ganz normal. Du wirst scouten müssen, es dann die dritte, die würde er wahrscheinlich jetzt schon nehmen. Weil er hat noch keinen Pool. Oh, ich glaube, da spiele ich mal ein anderes Bild. Oh, ein bisschen Druck aufbauen, wenn man so einen späten Pool hat. Nein, du brauchst mir unten erstmal noch einen. Noch einmal das und dann können wir. Okay. Okay. Das war jetzt unerwartet. Da hat er sich wahrscheinlich irgendwie vertan. Keine Ahnung, was das war jetzt. Ressourcen war alles in Ordnung. Upgrades? Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Müssen wir halt noch eins spielen. Das war ein Free Win für nichts. Hä? Keine Ahnung, habe ich nicht verstanden. Vielleicht hat er den Overlord vergessen. 3 Minuten? Hm. Vielleicht würde er sich aber auch nur reduzieren und senken, damit er gegen Schlechtere spielt. So, wir spielen gegen Protoss. Gegen Protoss ist natürlich auch ein schönes Spiel meistens. Ist meistens ein Steinschere Papier oder ist nicht so schlimm? Ich würde mir vielleicht auch mal so ein Logo anlegen hier. Aber wir haben noch nicht wirklich ein gutes Logo für unseren Channel, also auch für YouTube-Channel. Das Logo gefällt mir noch nicht. Muss irgendwann mal verbessert werden und ein neues ersetzt werden. Und dann werden wir wahrscheinlich auch kleine Logos machen für unsere Accounts oder sowas. So, wir lacken fahren. Das ist auf jeden Fall eine ja, eindeutig Cannon Rush Map. Aber, also muss man nur einfach aufpassen, dass wir nicht gekennen, was schwer. Ich weiß auch nicht, was gestern los war. Wie gesagt, gestern war ich ein bisschen krümelig. Ich hoffe, ist das nicht schlimm für euch gewesen? Aber gestern war echt ein anstrengender Tag. Und dadurch, dass ich trotzdem meine Challenge durchziehen muss, muss es halt auch mal solche Tage geben. So, ich habe auch immer noch keine Sonne gesehen. Wenn ihr schon eine gesehen habt. Da wir zuerst Adepten spielen, machen wir auch zuerst das Gate, bevor wir das zweite Gas nehmen. Kein Kennerwasch, gut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh.
Standard, hat schon ein zweites Gas. Oh, das, die alten, die sind cool. Eure Sonden werden angegriffen. Das wollen wir trotzdem nehmen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wir müssen nach dem zweiten Pilot scouten. Weil wenn der nicht drin ist, dann ist er irgendwo anders. Cybernetic Score. Scheiße. Kein zweiter Pilot. Setzen wir unten einen hin. Vielleicht ist das auch dämlich. Ehre den Dalai Lama. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, dann versuchen wir so schnell wie möglich das Zeug zu killen da unten. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht. Und brauchen so schnell wie möglich. Was gegen den Proxy? Ich habe noch nichts gefunden, also es kann überall hier sein. Wo werden wir? Gebt uns ein Ab. In den Schatten. So, wir nehmen eine Echse. Was willst du? Die eine hat, hat er. Gut. Vor Salam. Die Templer rücken vor. Ich bin hier in den Schatten. Niemand kann es auf. Ah, sie sind die Dinger töten. Nicht. Unser Denken gleicht sich. So ach, wie immer, ey. Da drückst du richtig und dann macht es doch nicht das, was es sein sollte. Auf jeden Fall ist es irgendwo kein versteckter Pylon. Hat irgendwie da den Pylon gebaut. Ne, er fehlt noch ein dritter. Da fehlt irgendein Pylon. Die Templer rücken vor. Ist irgendwo. Vorwärts. Ach komm. Was ist denn? Forschung abgeschlossen. Wir dienen dich. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Viele Stalker. Schade. Habe ich nicht gerade Pylon hier irgendwo hingesetzt? Nee. Dritte nimmt. Ich will glaube ich gar nicht so weit gehen mit Dritter. Ich muss aber rausfinden, was er macht. Da kommt das War Prison. Die Tees. Natürlich. Was sonst? Sonst wird er nicht mit dem War Prison rüberkommen. Nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in die Vier. Na, wo ist denn da die T-Schrein? Okay, es ist ein All-In. Ihr müsst zusätzlich. Ich bin hier in die Schatten. Da kommt's. Kalt ist die Leere. Zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin. Ah, ich habe keine Pylonen. Schatten.
Blink All-In. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Ihr seid nicht in das Herz. Ach, das ist echt das Pylonenproblem. Das war's schon wieder. Ach, Mann. Ach, und ich hab kein Gas. Ja, ist er verloren. Nur weil ich zu doof bin zum Spiel. Unser Dienst endet nie. Lauscht den Klang des Todes. GG. Ach man. Das hätte mir gleich klar sein müssen. Wo wir im War Prison nach oben gekommen ist und unten keine Army stand. Hätte ich verteidigen können, wenn ich nicht Supply Block gewesen wäre. So, eins machen wir noch. Kurzes, schnelles, jetzt aber endgültig. Und ja. Blinkstalker. Ja, wir spielen nochmal gegen Protoss. Können wir uns jetzt nochmal beweisen, dass wir es doch besser können als beim letzten Mal. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich muss auch sagen, meine Adepten haben keinen Schaden gemacht. Also, hat also nicht so gepasst. War auch nicht so toll. Ist klar. Kein Cannon ist gut. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, jetzt können wir das Gas nehmen. Eure Sonden werden angegriffen. So, wir müssen gucken, ob der zweite oder dritte Pylon da ist. Noch gibt's nämlich keinen. Ja, das ist irgendwas Verstecktes. Ihr müsst zusätzlich. Eure Sonden werden angegriffen. So soll es. Mit einem Stalker kommt er halt nicht weit. Hä? Was tut ihr? Was wünscht ihr? Ja, Exekutor. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Ich bin hier in den Schatten. Wir dienen mit Stolz. Hoher Salah. Hoher Salah. Für den Ruhm.
Warum schießen die denn nicht auf die? Ach, Orakel. Eure Sonden werden angegriffen. Ich bin hier in den Schatten. Heraku. Ich bin die Stimme der Finstern. Ich bin, ihr seid auf mich angewiesen. Das war nochmal ein schnelles. Na gut, das glaube ich reicht doch für heute. Warum hat er nicht weitergemacht? Er war jetzt nicht so weit hinten. Ja, es geht so. Aber ja theoretisch mit dem Void. Hätte noch eins, hätte das Void zurückgezogen. Ja gut, okay, hätte ich vielleicht gekriegt. Na gut. Wir sind noch nicht über 4000 wieder. Aber wir geben unser Bestes. Wir sind zum Glück auch noch nicht negativ. Wir sind immer noch bei den 3 pro 7. Das passt schon. Ich würde sagen, sehen wir uns morgen. Bis dahin, tschüss, euer Mutti Bär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss.